Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Tech Tutorial. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, was ich hier in der Hand halte. Einen eigenen Block. Ja, den erstellen wir heute in unserem kleinen Tutorial-Addon. Und das ist ein sogenannter Kompass-Block. Ihr seht, der hat quasi auf allen Seiten eine eigene Bezeichnung. Wir haben Norden, Osten, Süden und Westen, oben und unten. Und damit können wir dann quasi in Zukunft andere Blöcke auch debuggen. Und das ist wirklich ein sehr einfacher Block. Deshalb erstmal nur ein ganz grundlegendes Tutorial eigentlich, wie man Addons macht, wie man Blöcke hinzufügt. Und in zukünftigen Videos kommen dann komplexere Blöcke dran. Ja? Deshalb erstmal dieser ganz einfache Block. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Einfach mal am Anfang des Videos reingehauen. Ich weiß, Selbstwerbung ist ein bisschen peinlich. Naja, egal. Los geht's mit diesem kleinen Block. So, als allererstes gehen wir zu Blockbench und dort erstellen wir das Blockmodell. Entweder als Web-App bzw. als Website auf Mobile oder eben als Programm auf dem PC. Dann gehen wir hier unter Neu Minecraft auf Bedrock Block, klicken wir einfach mal drauf und dann sagen wir Neues Modell erstellen. Dann haben wir hier das Format Bedrock Block, das ist dann das, was wir haben wollen. Dateiname, müssen wir einen Namen eintippen und ich empfehle euch, das genauso wie die Modell-ID zu machen. In dem Fall Kompass-Block in beiden Fällen. Genau so. Der Dateiname ist dann quasi der Name der Datei, relativ logisch. Der ist dann kompassblock.geo.json und die Modell-ID wird dann später geometry.kompassblock. Ja? Wenn ihr dann quasi die Datei sucht und nur die ID wisst, dann findet ihr das automatisch. Ich würde euch einfach empfehlen, das so zu machen. Dann Standard-UV-Modus. Empfehle ich euch Flächen-UV. Damit könnt ihr quasi die einzelnen Felder, die Blockseiten quasi beanspruchen, verschieben. Box-UV ist quasi für ältere Blöcke gedacht, für ältere Versionen von Minecraft. Heutzutage benutzt man einfach Flächen-UV, dann funktioniert das. Ja? Texturgröße lasse ich genauso, 16x16. Das ist die normale Größe von Minecraft-Blöcken. Und damit haben wir hier die 3D-Übersicht, wo natürlich gerade noch gar nichts ist. Da haben wir hier unseren Outliner und hier haben wir unsere Texturen. Und wir fangen erstmal mit dem Outliner an und dort erstellen wir eine neue Gruppe. Und die bezeichnen wir Root. Ja, das ist quasi die Standardkonvention. Das hier ist Root, ja, also im Grunde auf Deutsch übersetzt Wurzel. Darauf baut dann quasi unser ganzer Modellbaum auf. Ja. Das müssen wir einfach mal anklicken, einfach drauf und dann gehen wir hier auf das linke Plus und dann fügen wir einen Würfel hinzu. Den müssen wir gar nicht umbenennen, der bleibt tatsächlich so, wie er ist. Der Name davon wird nirgendwo in den Dateien angezeigt, daher macht das relativ wenig Sinn, das umzubenennen. Falls ihr dem Setup-Tutorial gefolgt seid, dann sollte bereits ein korrekt großer Block da sein. Ansonsten kein Problem, ich erkläre jetzt hier sowieso alle Tools einmal, damit ihr auch damit klarkommt. So, als allererstes klicken wir einfach mal den Block an und standardmäßig haben wir hier das Verschiebetool. Damit können wir den Block quasi in die verschiedene Richtungen verschieben. Wir haben drei Achsen, X ist rot, Y ist grün und Z ist blau. Können wir einfach hier an den Pfeilen drücken und ziehen. Alternativ können wir auch hier die oberen Werte uns einmal anschauen. Wir können auch drücken und ziehen und dann können wir das so verschieben. Und auch so, ja. Alternativ kann man auch hier einfach Werte eintippen, zum Beispiel y gleich 4. Dann wird das nach oben verschoben, wie ihr sehen könnt. Genau so. Und man kann auch das machen. Ist ein bisschen buggy manchmal auf Mobile. Man klickt einfach links und rechts neben die Zahlen und dann verschiebt sich das um einen Schritt. Ja? Das ist so ziemlich alles. Damit könnt ihr das quasi schon mal in die Mitte verschieben. Dann habt ihr es quasi schon am richtigen Ort. Als nächstes haben wir hier Größe ändern. Da haben wir deutlich mehr Achsen, quasi für jede Achse 2, einmal links, einmal rechts. Kann man eben größer, kleiner machen. Und so könnt ihr das eben auf 16x16x16 Pixel bringen, wie ihr oben sehen könnt.
Auch hier könnt ihr wieder nur durch draufklicken die Werte verändern. Ihr seht auch noch diesen Wert hier, das ist Aufblasen. Quasi in alle Richtungen wird ein Pixel oder diese Menge an Pixeln hinzugefügt. Ich habe das aus Versehen negativ gemacht. Jedenfalls kann man damit quasi den Block allgemein größer machen in alle Richtungen. So, dann haben wir noch eine letzte Sache, nämlich diese Platten, die ihr hier sehen könnt in der Mitte. Zum Beispiel diese blaue Fläche. Ich komme damit kaum klar. Ich weiß nicht, welche Richtung was größer macht und was kleiner macht. Daher lasse ich das einfach in Frieden. Ich benutze dann einfach die 6 Achsen, die wir hier sehen, und ziehe einfach da dran. Ja? So könnt ihr das dann quasi auf 16x16x16 Pixel bringen. Und der Ursprung vom Block sollte bei -8, 0, -8 sein. Das ist dann diese Ecke hier, ja? Quasi mit den geringsten Werten. Dann haben wir das Drehwerkzeug, beziehungsweise Drehen. Da haben wir 3 weitere Achsen auch wieder. Einmal drehen wir uns um die X-Achse. In dem Fall seht ihr, es dreht sich um dieses untere Gitternetz quasi herum. Wir haben das auch mit der Y- und mit der Z-Achse. Und das kann man dann wild verschieben. In diesem Fall sind es 2,5er Schritte. Ihr seht, ich gehe ein bisschen nach links und schon ist es bei 2,5. Heißt ein bisschen anders. Und eine weitere Sache, die ein bisschen besonders ist, wenn man die ganz äußere blaue Linie, diesen Kreis, anklickt und zieht, dann seht ihr, das wird quasi anhand der Blickrichtung dann gedreht. So, ihr erinnert euch, das dreht sich hier um die untere Achse, um dieses untere Gitternetz herum. Das kann man tatsächlich auch ändern. Ich mache das nochmal kurz auf 0. Wir haben hier das nächste Werkzeug, nämlich das Drehpunktwerkzeug. Und damit können wir quasi den Punkt verändern, worum sich dieser Block dreht. Ich mache das hier einfach mal auf 0, 8, 0. Das ist dann in der Mitte vom Block. Und wenn wir das Ganze dann drehen, dann seht ihr, es bewegt sich nicht mehr um dieses untere Gitternetz herum, sondern tatsächlich um die Mitte vom Block. Ja? Damit haben wir auch die Rotation und das Drehpunktwerkzeug fertig. Als nächstes haben wir hier den Eckpunktmagneten, wo ich tatsächlich keine große Ahnung habe, was der macht. Keine Ahnung, ich habe den gerade eben verschoben irgendwie. Ich mache es lieber rückgängig. Rückgängig kann man hier unter Bearbeiten und dann rückgängig. Jetzt hat es die Farbe verändert, keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe das bisher nicht benutzt, keine Ahnung, wozu man es benötigt. Ich lasse es einfach in Ruhe und dann hat sich das. Gut, wenn alles gut läuft, dann habt ihr jetzt hier diesen einen Block, der ist 16x16x16 Pixel groß und bei der Position -8, hoppla, -8, 0, -8. Dann gehen wir als nächstes zu Texturen. Dort können wir entweder eine Textur importieren oder wir können eine Textur erstellen. Ich habe noch keine Textur gemacht, daher sagen wir Textur erstellen. Wir tippen Namen ein. Auch hier wieder würde ich euch empfehlen, das so zu machen. Ja? Einfach genau denselben Namen, wie der Block heißt, quasi einzutippen. Das macht es später deutlich leichter, das Ganze zuzuweisen. Wir haben 3 Typen, Textur-Template, Farb-Template und Layer. Textur-Template gibt quasi jede Seite vom Block eine eigene Fläche auf der Textur. Das wollen wir natürlich haben. Farbtemplate, da bekommt jede Seite vom Block genau die gleiche Textur, zum Beispiel wie beim Stein. Jede Seite sieht ja gleich aus. Und dann haben wir Layer. Das ist quasi eine ganz eigene Textur, die ihr machen könnt. Da könnt ihr dann zum Beispiel auch Gegenstände machen. Ja? Das heißt, man kann Blockbench auch dazu nutzen, um Gegenstände oder generell einen Pixel-Editor zu benutzen. Wir gehen hier auf Textur-Template und ich lasse diese ganzen Einstellungen erstmal so, wie sie sind. Da macht das relativ wenig Sinn. Ihr könnt damit rumspielen, das mache ich jetzt aber nicht. Und da seht ihr, haben wir die Textur, Kompassblock, 64x64 Pixel und jede Seite hat eine eigene Farbe. So, das soll ja unser Kompassblock werden, das heißt, die müssen wir irgendwie jetzt bezeichnen, die Seiten. Und wenn wir mal zur blauen Seite gehen, dann seht ihr, dort ist unten ein kleines N. Ja? Das heißt, das hier ist die nördliche Seite, das ist die östliche Seite, südliche Seite, westliche Seite, oben und unten. Und die bemalen wir jetzt. Und dazu gehen wir hier oben auf Malen, standardmäßiges Modellieren. Jetzt gehen wir auf Malen. Und dann seht ihr, gibt es hier ein klitzekleines Feld, Gitternetz, was ihr an- oder ausschalten könnt. Und wir haben auch wieder einige Tools, die man erklären muss. Als erstes die Hand, damit könnt ihr den Block drehen, da passiert nichts mit dem Block.
Theoretisch könnt ihr auch mit jedem anderen Werkzeug halt unterhalb oder überhalb des Blocks quasi drücken und ziehen, aber an sich die Hand stellt das quasi sicher. Dann der Pinsel, damit kann man malen. Man kann die Größe verändern, den Radius, seht ihr hier. Man kann die Deckkraft verringern, machen wir mal auf 100. Seht ihr, ist deutlich schwächer. Und was man noch machen kann, ist, ich packe das mal wieder auf einen hohen Wert. Man kann hier quasi weiche Kanten machen. Dann seht ihr, am Rand wird es nicht ganz so stark aufgedrückt wie in der Mitte. Und zu guter Letzt kann man das auch noch als Kreis machen. Das heißt, man hat dann eben einen runden Pinsel und keinen eckigen. Kann man nochmal so vergleichen, seht ihr den Unterschied. So, ich mache das mal wieder auf die Standardwerte zurück. So, und dann gehen wir rüber zum Kopierstempel. Den werde ich tatsächlich gar nicht nutzen. Wenn ihr auf dem PC seid, ist das deutlich leichter wahrscheinlich. Ihr geht einfach mal hierhin und sagt Steuerung. Beziehungsweise, wenn ihr auf dem PC seid, könnt ihr einfach die Steuerungstaste drücken. Dann können wir hier quasi sagen Kopieren, Muster oder Probe. Wir schauen uns erstmal Kopieren an. Wir können die Größe auswählen, den Radius quasi. Wir können es kleiner machen, größer machen. Auch wieder die Deckkraft und weiche Kanten, genau wie beim Pinsel. Und auch wieder rund oder eckig. Ich mache das jetzt einfach mal eckig. Wählen wir dieses Feld aus. Das wird dann kopiert. Wenn wir das ausschalten, dann wird das hier quasi, wir starten quasi an dem Punkt und bei Kopieren können wir dann quasi das gesamte restliche Feld damit ausfüllen. Alternativ können wir auch Muster machen. Dann wird quasi das, was wir kopiert haben, die ganze Zeit wiederholt. Quasi alle 6 Pixel in diesem Fall gibt es dann dieselbe Textur. Und zu guter Letzt haben wir Probe. Das ist dann quasi so ein bisschen verschmiert, ja. Ihr seht, das wird so Stück für Stück dann gemalt. So, wir machen das alles mal wieder rückgängig, damit das auf den Standardeinstellungen bleibt. Das machen wir auch mal wieder weg. Dann haben wir den Farbeimer. Vorsicht, standardmäßig ist der auf Fläche eingestellt. Das heißt, er färbt die gesamte Fläche ein. Das ist meistens nicht der Fall bei den meisten anderen Programmen. Ich zeichne nur mal hier ganz kurz eine kleine Linie hin. Für Demonstrationszwecke. Wir haben noch das Element, quasi die Einstellung Element. Da wird der gesamte Block schwarz gefärbt. Verbundene Farben ist das, was man in den meisten Fällen hat, quasi nur eine Hälfte, nur die Mengen an Farben, die den gleichen Wert haben und die auch verbunden sind, werden eingefärbt. Und zu guter Letzt haben wir Farbe. Damit wird die jegliche Farbe überdeckt. Auch wieder die Deckkraft könnt ihr verändern. Hier sind tausend andere Einstellungen, wo ich keine große Ahnung habe, was sie machen. Aber könnt ihr einfach mal mit rumspielen. Ich empfehle euch, lasst es auf verbundene Farben. Das ist deutlich einfacher, damit klarzukommen. Dann haben wir hier den Radiergummi. Und der macht genau das Gegenteil vom Stift. Ja, also er macht Pixel durchsichtig. Kann man auch wieder größer machen, kleiner machen. Deckkraft kann man auch wieder runtersetzen auf 427. Dann seht ihr es nur so. Teilweise durchsichtig, auch wieder weiche Kanten, also genauso wie beim normalen Pinsel. Ja? Auch wieder rund, eckig, genau dasselbe. Dann haben wir die Pipette und damit bekommen wir Farben. Und da können wir jetzt einfach mal auf jede Seite hier einfach draufklicken. Da haben wir jede Farbe, die es gibt. So, ich glaube, das waren alle. Und dann gehen wir hier unten auf die Farbpalette. Und dann seht ihr, wir haben hier all die Farben, die wir gerade angeklickt haben. Mit der Pipette quasi bekommen. Hier unten gibt es quasi verschiedene Schieberegler. Einmal Farbton, Sättigung und wem, keine Ahnung. Ich bevorzuge RGB-Werte. Die werden tatsächlich auch von Minecraft verwendet, daher empfehle ich euch, die eher zu nutzen. Und dann kann man hier wild die Farben auswählen. Ja, so viel zur Farbpalette. Dann haben wir hier Formzeichnen. Auch wieder ganz wild. Wir haben hier quasi Quadrate oder Rechtecke. Wir haben quasi nur den Rahmen. Wir haben Kreise und wir haben quasi nur die äußere Linie. Wichtig anzumerken ist, dort, wo ihr zuerst hinklickt, ist der Mittelpunkt und nicht eine der Ecken. Da muss man halt einfach ein bisschen gucken. Bei den meisten anderen Zeichenprogrammen ist es halt einfach ein bisschen anders. Ja? Und damit haben wir das. Auch hier können wir wieder die Größe, quasi den Rahmen verändern und auch wieder die Deckkraft.
Genau, dann haben wir jetzt hier unser Verlaufswerkzeug. Wir können einfach mal hier oben links in die Ecke tippen und ihr seht, je länger ich das ziehe, desto stärker wird die Ecke quasi eingefärbt. Und dann haben wir hier quasi einen komplett grünen Block. Wir können das auch mal nur bis ungefähr bis zur Mitte ziehen. Da haben wir hier irgendwie so einen Kupferblock, der oxidiert. Sieht dann schon ziemlich ähnlich aus. Auch hier wieder Deckkraft kann man auch verändern. Zu guter Letzt haben wir das Kopierwerkzeug, beziehungsweise damit kann man kopieren und verschieben. Wir können einfach mal hier einen Teil davon markieren und können es dann kopieren oder wir sagen verschieben, wählen es aus und können es dann verschieben. Wenn ihr dem Setup-Tutorial gefolgt seid, dann seht ihr auch hier oben diese beiden Werkzeuge quasi. Wir gehen mal kurz auf Kopieren. So, dann kann man auf Kopieren klicken, beziehungsweise wenn ihr auf dem PC seid, STRG-Taste C. Dann könnt ihr zu irgendeiner anderen Textur geben, hier gibt es gerade keine andere, aber dann könnt ihr halt einfügen oder STRG-Taste V und dann könnt ihr quasi Teile von der Textur auch in anderen Texturen verwenden. Häufig fehlt es, quasi es wird nicht richtig angezeigt, müsst ihr einfach mal auf Verschieben gehen, ein Stück davon nehmen, irgendwo hin verschieben und dann das Ganze quasi abbrechen, dann werden die angezeigt. Ja? Damit haben wir auch alle Tools hier abgehakt, wir holen uns jetzt den Pinsel und die schwarze Farbe. Wir können jetzt hier drauf zeichnen, direkt auf dem Bild oder wir machen das in der Textur. Ich bevorzuge das quasi in der Textur zu machen. Könnt ihr euch halt selber aussuchen. Ihr erinnert euch, das ist die nördliche Seite. Das heißt, hier pinseln wir ein kleines süßes N hin. Das machen wir mal so. Ich mache das auch einfach ein bisschen dicker, damit das auch von weitem gut erkennbar ist. Da haben wir das N. Dann sollte das hier Osten sein. Da haben wir Osten. Mal schauen, ob ich das richtig hinkriege. Das sollte etwa so sein. Das war eins zu viel. Starke Leistung. Und dann machen wir das auch hier wieder ein bisschen dicker. So, da haben wir ein O. Machen wir das so noch in die Mitte. Ja, ich würde sagen, wir machen das so noch in die Mitte. Hier haben wir Süden. Dann ist das hier oben. Da machen wir ein kleines S hin. Genau so. Ziehen das hier ein bisschen länger. Ich habe das natürlich vor der Folge schon einmal ausprobiert, dass ich auch einigermaßen gute Buchstaben hinbekomme. So und so und so. Da haben wir ein S. Und hier haben wir Westen. Das ist dann hier unten. Auch wieder ein kleines süßes W. Das war ein bisschen zu lang. Ich habe das eigentlich nur 2 Pixel breit gemacht und dann machen wir das Ganze so. Und dann ziehen wir das hier nochmal, hoppla, 2 nach oben. Genau so. Dann haben wir hier oben, da machen wir Folgendes. Wir nehmen das O von Osten, kopieren das einfach mal. Da gehen wir hier auf unser Kopierwerkzeug, auf Kopieren, markieren das Ganze. Und wenn man es halt eben kopiert, dann kann man es direkt nach unten setzen. Dann nehmen wir die Pipette, nehmen uns das Weiß vom Hintergrund, Farbeimer, verbundene Farben, sonst würdet ihr auch hier das Grün von Osten verändern. Und da klicken wir einfach mal drauf und verändern die Farbe. So, dann wieder zurück zum Stift und nicht vergessen, wir brauchen wieder Schwarz. Genau so. Und dann haben wir die letzte Seite, und zwar die hier, und das ist dann unten. Also malen wir hier ein U hin. So, machen wir auch hier wieder die Abrundung hin, und damit haben wir ein U. Nochmal nachschauen, ob die alle richtig den Rand einhalten. Ich habe überall quasi 3 Pixel Rand gelassen oder insgesamt 4 Pixel Rand, damit das quasi alles einheitlich ist. Es sieht so aus, als wäre alles richtig. Ja, und damit haben wir quasi den Block. Jetzt können wir auch hier wieder kurz zurück zum Modellieren gehen. Dann heben wir hier die Auswahl aus, auf und da haben wir einen kleinen süßen Block. Seht ihr? Und jetzt müssen wir das Ganze exportieren. Das kann man auf 2 Wegen machen. Erstmal gehen wir hier auf Datei. Man kann hier sagen, ZIP-Ordner herunterladen. Dann werden alle Sachen, die ihr quasi hier drin gemacht haben, quasi gespeichert. Ich habe hier nur 2 Sachen gemacht, daher gehe ich hier einfach auf Export.
Bedrock-Modell exportieren und dann sagen wir Download, genau so. Und dann gehen wir hier zu den Texturen und dann gehen wir auch einfach mal auf Speichern und dann können wir das auch herunterladen. So, damit hätten wir das fast. Eine letzte Sache möchte ich tatsächlich noch machen. Und zwar erstellen wir hier noch ein quasi ein Add-on. Und das braucht ja in gewissem Sinne ein Bild, ein Vorschaubild. Und das erstelle ich hier gerade. Dazu kann man hier oben auf die drei Striche gehen, Blickwinkel, und dann sucht man sich halt einen dieser Blickwinkel aus. Schauen wir mal, Standardblickwinkel ist ganz in Ordnung. Ich würde das gerne parallel machen, dann sind die Seiten quasi ganz gerade, gehen dann gerade runter. Und dann gehen wir auf Modell aufnehmen. Und dann seht ihr, haben wir schon direkt ein Bild. Das können wir abspeichern und dann eben auch herunterladen. So, dann haben wir das. Und das war es auch mit Blockbench. Jetzt gehen wir rüber zu Bridge. In Bridge gehen wir dann auf Create Local Project. Klicken wir einfach mal drauf. Wir schalten die beiden an. Wenn wir Verhaltenspakete hinzufügen, wird das Ressourcenpaket hinzugefügt. Wenn wir das Verhaltenspaket entfernen, wird das Ressourcenpaket entfernt. Und genau andersrum, wenn man es mit dem Ressourcenpaket macht, passiert das auch mit dem Verhaltenspaket. Grundlegend, die werden beide miteinander verbunden. Ja? Quasi, wenn du das eine hast, hast du das andere. Wenn du das eine nicht hast, hast du das andere auch nicht. Experimentelles Gameplay, schalten wir die beiden an. Die brauchen wir für diese Folge nicht, aber die fügen einige nützliche Features hinzu für Blöcke und auch für Gegenstände und Entitäten, aber ich fokussiere ja hier erstmal auf Blöcke. Individuelle Dateien können wir erstmal alle ausmachen. Die werden im Notfall einfach neu hinzugefügt. Die braucht man alle nicht extra. Wir können hier ein Logo hinzufügen. Da klicken wir einfach mal auf Downloads. Dann haben wir da quasi das Vorschaubild drin. Hier den Namen, da sage ich einfach mal Tutorial Add-on, genau so. Projektbeschreibung, ein einfaches Tutorial Add-on. Ihr merkt, ich habe das schon mehrmals gemacht. Die Vorschläge sind da schon alle mit drin. Projektpräfix empfehle ich euch, die Initialen von dem Namen zu machen. Also Tutorial Add-on ist TA. Wenn ihr TA schon habt, dann könnt ihr halt die ersten zwei Buchstaben nehmen, also TUAD. Ich habe TA bisher noch nicht gehabt, daher machen wir das so. Ich empfehle euch im Allgemeinen, das relativ kurz zu halten. Also unter, keine Ahnung, 8 Buchstaben sollte es auf jeden Fall sein, weil den müsst ihr dann halt jedes Mal extra mit eintippen, wenn ihr Blöcke durch Befehle erhalten wollt. Daher macht es kurz, ja. Projektautor müsst ihr halt eintippen oder ihr macht das in den Einstellungen quasi als Standardautor. Projektzielversion, die 1.20 wurde hinzugefügt, inklusive neuere Version. Wir bleiben aber erstmal auf der 1.20. Ich empfehle euch quasi die neueste ganzzahlige Projektversion zu nehmen. Das sollte dann alles genau klappen. Add Pack Name, Description directly to the Manifest. Name und Beschreibung werden im Manifest quasi direkt abgespeichert. Da müsst ihr das quasi nicht immer extra übersetzen in den verschiedenen Sprachen. Dann gehen wir auf Erstellen und dann wird quasi alles vorbereitet, quasi die ganzen Dateien, die für ein Add-on benötigt werden. Hier oben haben wir das Verhaltenspaket, hier haben wir das Ressourcenpaket. Im Verhaltenspaket ist gerade nur das Manifest und das Pack-Icon drin. Da haben wir einmal das Pack-Icon, da haben wir das Manifest. Sollte ziemlich ähnlich zu dem aussehen, was wir in dem hier Weltenvorlagen-Tutorial hatten. Format Version 2. Metadata ist was Neues, da kann man zum Beispiel Autoren und irgendwelche Links hinzufügen. In dem Fall steht da Mr. Simulation drin. Header ist quasi Name, Beschreibung. MinEngine-Version ist quasi die minimale Minecraft-Version, damit man das benutzen kann. UUID, die Version davon. Haben wir Module, ihr seht Data, wieder eine UUID-Version. Ja, genau dasselbe. Dependencies ist neu, das ist quasi die Abhängigkeit von dem Ressourcenpaket. Dabei ist die UUID vom Ressourcenpaket hier drin gespeichert. Und dann auch wieder eine Version. Ja? Daran werden wir jetzt nichts verändern, einfach nur, um es einmal gezeigt zu haben. Ressourcenpaket haben wir nochmal, also haben wir auch Pack-Icon, auch Manifest. Da haben wir aber Texts, das sind quasi Übersetzungen. Languages.json sind quasi alle Übersetzungsdateien, die quasi hinzugefügt wurden. Wir haben hier ENUS, das heißt, das ist die US-amerikanische englische Übersetzung. Und die haben hier drin, da steht gerade nichts drin, weil wir nichts hinzugefügt haben. Also relativ irrelevant fürs Erste. Wir gehen hier oben auf die drei Punkte.
sagen New File und damit können wir eine neue Sache dem Addon quasi hinzufügen. Wir haben hier jetzt viele verschiedene Kategorien. Wir bleiben bei der oberen. Dort können wir einen leeren Block hinzufügen. Das ist dann ähnlich wie Stein. Du fügst eine Textur hinzu und jede Seite bekommt quasi dieselbe Textur. Wir wollen hier Custom Geometry Block, wo wir quasi eine eigene Geometrie-Datei haben. Quasi jeden Block, den ihr im Blockbench macht, braucht das. Und hier könnt ihr eine eigene Stufe erstellen. Ja, keine Ahnung, warum man das unbedingt braucht, aber kann nicht schaden. Jedenfalls, wir gehen hier rein. Wir sagen Identifier. Identifier dürfen nur kleingeschrieben sein, Unterstriche und Zahlen enthalten. Also das hier ist ein gültiger Identifier. DisplayName ist der Name, der dann angezeigt wird, wenn man es zum Beispiel in der Hand hält. Das ist eigentlich jetzt auf Englisch, also es wird in der englischen Übersetzung hinzugefügt. Aber es ist relativ egal, es ist nur ein Tutorial. Daher sage ich nicht Compass Addon, Compass Block. So, dann brauchen wir ein Blockmodell. Das wählen wir aus. Dateien haben wir hier. Und das ist dann hier compassblock.geo. Das klicken wir einfach mal an. Und die Blocktextur können wir auch einmal auswählen. Und das ist dann eben diese Datei hier. Ja? Dann können wir auf Create gehen und dann wird quasi ein komplett neuer Block erstellt. Formatversion. Keine Ahnung, warum das standardmäßig auf der 1.19.50 ist. Wir ändern das einfach auf die 1.20.0. Dann haben wir Minecraft-Doppelpunkt-Block. Description, Identifier, TA, Compass Block. Minecraft Doppelpunkt Block definiert diese Datei als Minecraft Block. Description braucht quasi jeder Block und den Identifier. Der Identifier identifiziert den Block, unterscheidet ihn von anderen. Und da seht ihr auch den Präfix drin, nämlich die Kombination aus Präfix und dem Namen. Es muss quasi einzigartig sein, wenn es zweimal gibt, gibt es Fehler. In dem Fall könntet ihr auch, keine Ahnung, Goldblock machen. Dann steht da hier eben TA Goldblock und so könnt ihr das auch von den Minecraft Standardblöcken quasi unterscheiden. Wir haben nicht nur Description, sondern auch Components. Das sind quasi Komponenten vom Block, Eigenschaften an sich. Ihr könnt damit quasi das Aussehen, die Form verändern. Wir haben hier Minecraft Doppelpunkt Geometry. Damit kann man die Geometrie angeben, quasi das Blockmodell, was wir im Blockbench gemacht haben. Das ist das hier. Minecraft Doppelpunkt Material Instances. Das sind dann quasi die Texturen. Der Stern weist es quasi jeder Seite zu. Und da haben wir hier die Textur. Render Method ist quasi die Methode, wie es gerendert wird. Alpha Test bedeutet, dass man quasi auch transparente Texturen wie quasi ungefärbtes Glas haben kann. Aber wir haben hier komplett quasi vollständig bedeckende Farben. Daher ist es relativ unnötig. Ich werde in zukünftigen Videos darüber nochmal genauer sprechen. Das war jetzt hier sehr, sehr kurz. Jedenfalls haben wir hier einfach schon einen Block. Wir können oben auf X und dann auf Spichern und Schließen. Die Übersetzung ist halt nicht unbedingt perfekt. Jetzt haben wir hier einen neuen Ordner, der heißt Blocks und da drin eben den Block. Im Ressourcenpaket haben wir auch quasi jetzt Models, Blocks und hier die Blockmodelldatei quasi. Das haben wir in Blockbench erstellt. Und wir haben Textures. Terrain Texture weist quasi den Blöcken Texturen zu. Und hier haben wir Blocks. Da sind quasi die Texturen vom Block drin. Ja? Wenn wir da mal draufklicken, dann seht ihr, das ist hier diese Blocktextur. Ja? Damit hätten wir das quasi. Jetzt können wir das exportieren. Dazu klicken wir hier auf diesen Pfeil, der rausgeht. Es wird dann direkt in ein Minecraft Addon umgewandelt. Ihr seht tutorialaddon.mcaddon. Können wir herunterladen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, es zu importieren. Entweder wir gehen hier in einen Browser, oder an, also der Browser, wo ihr die Web-App habt, auf Downloads und ihr klickt dann einfach hier drauf. Wenn ihr da drauf klickt, dann wird das quasi in den meisten Fällen von Minecraft geöffnet. Sollte es nicht der Fall sein, was ich hoffe, es funktioniert, alternativ kommt hier einfach ein extra Tutorial. Ihr braucht einen Dateimanager, entweder für Android Z-Archiver, oder für iOS Documents, dann könnt ihr es quasi ja, euch anschauen. Beide sind in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Wir haben hier unser tutorialaddon.mcaddon im Ordner Download. Das müssen wir dann quasi umbenennen in eine ZIP-Datei. Das machen wir einfach mal so. Dann können wir das Ganze entpacken. Wir sagen hier entpacken. Und dann wählen wir die beiden aus und wir schneiden aus. Und wir gehen zum Minecraft-Ordner.
Die Speicherorte dazu sind in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, ich werde die hier nicht genau erklären. Wir gehen hier mal auf Development Behavior Packs, fügen die beide mal ein. Haben wir hier BP, Behavior Pack, und wir haben RP, Resource Pack. Das heißt, das ist im falschen Ordner, aber ich habe es gleich einfach mal mitgenommen. Das nehmen wir einfach mal wieder mit, gehen in den Ordner darüber und dann auf Resource Packs. Wir fügen das dort ein und damit sollten die quasi richtig implementiert sein. Ich habe das quasi in die Development-Ordner reingemacht. Damit werden die quasi beim jedem neuen Laden der Welt neu hinzugefügt, quasi neu ausgeführt. Ihr könnt es auch in die anderen standardmäßigen Behavior Packs und Resource Packs Ordner reinmachen, aber das ist relativ irrelevant, das macht keinen großen Unterschied. Ja. Jetzt gehen wir mal raus und dann starten wir Minecraft neu, damit die Addons bzw. das Addon angewendet wird. Da sind wir in Minecraft. Wir gehen mal auf die Einstellung. Dort können wir nämlich überprüfen, ob wir das quasi richtig importiert haben. Hier auf der linken Seite gehen wir auf Speicherung. Da klicken wir einfach mal drauf. Und dann öffnen wir mal Verhaltenspakete und Ressourcenpakete. Ihr seht, beide sind hinzugefügt worden. Ihr seht aber auch so ein kleines gelbes Aufrufezeichen. Da gehen wir einfach mal drauf und dann sieht man fehlende Abhängigkeiten mit der ID, bla bla bla, und fehlende Abhängigkeiten mit der ID, bla bla bla. Das bedeutet quasi, dass dieses Addon hier quasi kein, also dass dieses Verhaltenspaket nach einem anderen Verhaltenspaket sucht mit dieser UUID. Und dieses Ressourcenpaket sucht nach einem anderen Ressourcenpaket mit dieser UUID. Die gibt es natürlich nicht, sondern das ist quasi hier übergreifend Verhaltenspaket, Ressourcenpaket. Wenn nur dieser Fehler angezeigt wird, dann ist es völlig in Ordnung. Ja? Wenn man dann eine neue Welt erstellt, dann sollte das automatisch hinzugefügt werden. So, dann gehen wir mal auf Spielen und wir sagen neu erstellen. Und wir nehmen einfach mal eine Vorlage. Ich nehme hier die Redstone Testzeit. Falls ihr die auch haben wollt, schaut euch die Tutorial-Serie an. Eins der Videos zeigt euch, wie man die Vorlagen macht. So, kreativ, einfach, das lassen wir einfach mal so. Wir gehen hier unten auf Ressourcenpakete, verfügbar, und dort fügen wir das Tutorial-Addon hinzu. Und unter Aktiv sollte es dann zu sehen sein. Verhaltenspaket, da wurde es auch schon unter Aktiv hinzugefügt, da haben wir es drin. Da müssen wir noch in Experimente reingehen. Ihr erinnert euch, wir haben vorhin zwei Features aktiviert, nämlich Feiertags Creator Features und geplante Creator Funktion. Ja, die beiden brauchen wir halt einfach, damit das quasi korrekt geladen wird. Das Addon setzt es quasi voraus, dann muss die Welt das eben auch anschalten. Dann klicken wir auf Erstellen und warten mal, bis die Welt geladen wird. Da haben wir die Welt, hier werden noch die Chunks geladen, einfach eine ganz gewöhnliche Sandsteinwelt. Wir gehen jetzt mal hier oben hin und dann holen wir uns den Block. Dazu tippen wir ein Slash, give, add as, und dann müsst ihr euch quasi den Präfix merken, das ist in dem Fall TA, Doppelpunkt, und da haben wir den Kompassblock. Genau so. Wir gehen auch weiter und damit haben wir einen dieser Blöcke. Den können wir jetzt platzieren und ihr seht, der wurde korrekt importiert. Wir können, hoppla, habe ich ein Loch im Boden gemacht, egal. Können wir das einfach mal in die Luft setzen. Und dann seht ihr auch drunter, unten steht unten. Das ist quasi die Ostseite vom Block, Nordseite vom Block, Westseite vom Block und die Südseite und schließlich oben. Das heißt, wir haben jetzt unseren eigenen kleinen Block hinzugefügt. Der hat keinerlei sonderlichen Eigenschaften. Das heißt, egal was ihr macht, der bricht zum Beispiel, also er geht sofort kaputt, wenn man nur kurz gedrückt hält, ähnlich wie Gras, und er kann nicht hergestellt werden, er ist auch nirgendwo im Inventar zu sehen. Das heißt, das müsst ihr halt einfach mal später selber machen. In zukünftigen Videos werde ich dazu mehr reden, also werde ich mehr darüber erzählen. Tatsächlich bin ich gerade gespannt, ob das wirklich nirgendwo angezeigt wird, weil es könnte ja sein, dass es hier angezeigt wird. Mal schauen. Nö, nö, es wird nirgendwo angezeigt. Okay, gut. Dann ja, bekommt man den eben momentan nur durch Befehle. Und dann hat man hier halt einen Haufen Blöcke, mit denen man hübsch bauen kann. Ja? Und an sich, das war es auch mit der Folge. Es war halt ein relativ einfacher Block jetzt.
In zukünftigen Videos werde ich da deutlich komplexere Blöcke machen. Ich würde vor allem auch gerne mal vertikale Stufen machen, vertikale Treppen machen. Dazu habe ich schon ein bisschen was quasi ausgetestet, ein bisschen was probiert. Aber wie gesagt, das sind erst zukünftige Videos. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Jedenfalls, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!